Ja, hallo und herzlich willkommen bei tariftipp.de zum Test des Acer Liquid Zest Plus. Wir testen bei tariftipp.de ja gerne auch mal Smartphones, die nicht ganz so bekannt sind, nicht ganz so im Fokus stehen. Und das Acer Liquid Zest Plus ist sicherlich eins dieser Smartphones, die so ein bisschen so ein Schattendasein führen. Unserer Meinung nach allerdings völlig zu Unrecht. Dieses Smartphone mit diesem 5000 mAh Bombenakku hat es verdient, mal in den Vordergrund zu treten. Es kostet 200 Euro ungefähr. Und wir wollen euch in diesem Test zeigen, was dieses Smartphone so drauf hat und wünschen euch dabei viel Spaß. Los geht's! Ja, das hier ist die Verpackung des Acer Liquid Zest Plus. Ganz schön gemacht, finde ich. Auf der Seite stehen dann auch schon die Specs dieses Smartphones. Gehen wir während des Tests natürlich näher drauf ein. Und jetzt wollen wir erstmal schauen, was wir in der Verpackung im Lieferumfang so finden. Da ist natürlich das Smartphone selbst. Das schauen wir uns nachher noch in aller Ruhe an. Jetzt erstmal wollen wir sehen, was wir noch so finden. In der Packung sind noch zwei Kartons. Die machen wir mal auf und schauen mal, was wir da drin so finden. Zum einen natürlich wie üblich Garantiehinweise, Kurzanleitungen und so weiter. Und dann haben wir noch einen Stromadapter, einen Quick Charge Adapter und ein USB-Daten- und Ladekabel vom Typ B. Und dann in dem zweiten Kartönchen finden wir noch hier einen Kopfhörer, auf den ich später nochmal etwas näher eingehen werde. Das war's. Mehr ist nicht drin in der Verpackung. Ja, kommen wir zur Wertigkeit und zur Verarbeitungsqualität des Acer Liquid Zest Plus. Wir haben ja hier, wie gesagt, ein Handy der 200-Euro-Klasse. Da kann man natürlich kein Unibody-Gehäuse aus Metall erwarten. Stattdessen ist dieses Smartphone aus Plastik. Polycarbonat ist der Werkstoff, genau genommen. Und hier auf der Rückseite sieht man das auch. Ich finde es trotzdem recht gelungen. Das Handy liegt gut in der Hand und macht auf mich auch keinen wackeligen Eindruck. Also insofern geht die Verarbeitung völlig in Ordnung. Das Display des Acer Liquid Zest Plus hat eine Diagonale von 5,5 Zoll, also riesengroß. Das ist ein IPS-Display und hat eine Helligkeit von 360 Candela maximal. Das ist ein okayer Wert. Draußen bei direkter Sonneneinstrahlung kann es mal ein bisschen eng werden mit der Ablesbarkeit. Aber insgesamt nicht übel. Wir haben hier eine Pixeldichte von 267 ppi. Dieses Smartphone hat nämlich nur in Anführungsstrichen eine HD-Auflösung, das Display 1280x720 Pixel. Geht aber für mich völlig in Ordnung und wer auf große Displays steht, der wird sicherlich begeistert sein. Ja, beim Betriebssystem setzt Acer hier beim Liquid Zest Plus auf bewährtes, nämlich auf Android in der Version 6.0, wie man hier sehen kann. Acer legt keine eigene Benutzeroberfläche darüber. Das heißt, wir haben hier ein annähernd Stock Android. Das ist natürlich ganz angenehm und macht dieses Smartphone auch relativ fix. Zu Android 6 gehört dieses Schnittstellmenü, das kennt ihr wahrscheinlich, und natürlich auch die Einstellungsmöglichkeiten. Wir haben hier keine physikalischen Android-Tasten, sondern nur Softkey-Tasten. Als Besonderheit packt Acer dann auch noch eine eigene Navigationslösung von TomTom bei, habt ihr eben gerade gesehen. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Und ja, ansonsten bewährtes aus dem Hause Googlebar von Android. Und ich hatte bei der Bedienung des Acer Liquid Zest Plus keine Probleme und war durchweg zufrieden. Ja, eine Besonderheit findet sich auch bei uns im Lieferumfang des Acer Liquid Zest Plus, nämlich dieses Flipcover. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt immer zum Lieferumfang gehört. Ich habe mal gelesen, dass das so sein soll. Wenn ich jetzt aber bei Amazon gucke, dann finde ich das dort nicht mehr. Wie auch immer, dieses Flipcover wird, wie ihr jetzt sehen könnt, hier statt des Akkudeckels angedockt. Man klippt es also ein. Und das ist, finde ich, eine sehr geschickte Angelegenheit, nicht nur, weil es das Smartphone und insbesondere das Display natürlich schützt, sondern weil es auch diesen kleinen Sehschlitz, nenne ich das mal, hat. Und wie ihr hier seht, kann man in diesem Bereich halt auch swipen. Da sind so unterschiedliche Funktionen untergebracht. Das ist eigentlich ganz schick, darum gewöhnt man sich ziemlich schnell und vor allem die Akkuladung wird hier immer angezeigt. Wenn man das Flipcover aufmacht, kommt dann sofort der normale Screen. Finde ich sehr gut. Ja, nun zum Highlight des Acer Liquid Zest Plus, nämlich dem Akku. Der hat eine Kapazität von 5000 mAh
Und das hat bei uns zu einer Nutzungszeit von über 1000 Minuten gereicht. Das ist wirklich ein Bombenwert. Ich glaube, der höchste, den wir je erzielt haben. Der Akku ist zwar leider nicht tauschbar, aber per Quick Charge ladbar. Das heißt, innerhalb von einer Stunde kriegt ihr ungefähr 50% der gesamten Akkuleistung geladen. Und dieser Akku, das ist wirklich das Hauptargument für dieses Smartphone. Wer dieses Smartphone normal nutzt, muss es nur alle 3 bis 4 Tage aufladen. Das ist wirklich super. Die super lange Akkulaufzeit hängt wahrscheinlich auch mit dem eher mittelklassemäßigen Prozessor zusammen, der hier verbaut ist. Wir haben einen MediaTek MT6735. Das ist eine Quad-Core-CPU, die bei uns im Benchmark-Test zu 30.959 Punkten gereicht hat. Die CPU wird mit 1,3 GHz getaktet. Das sind alles keine Superwerte, das macht aber nichts. Im täglichen Bedarf reicht das vollkommen. 2 GB RAM haben wir übrigens hier unter der Haube verbaut und LTE ist natürlich auch an Bord der Kategorie 4, also mit maximal 150 Megabit pro Sekunde im Download. Und wie ihr gleich sehen werdet, nachdem ich hier das WLAN ausgeschaltet habe, haben wir bei unserem LTE-Test ganz knackige Werte bekommen. Die lagen immer so zwischen 20 und 30. Manchmal ging das sogar bis 70 Megabit pro Sekunde hoch. Ich glaube, jetzt kommt gleich nochmal die Ergebnisse. Ja, genau. Der zweite Wert, das war Outdoor, knapp 75 Megabit pro Sekunde im Download und 17 im Upload. Das sind wirklich super Werte. Also damit dürftet ihr keine Probleme haben. Ja, beim internen Speicher hat Acer auch so ein bisschen geknausert. 16 GB haben wir hier nur an Bord und glücklicherweise kann man diesen Speicher aber erweitern per MicroSD. Hier seht ihr die SIM-Schächte. Das ist übrigens ein Dual-SIM-Smartphone. Hier der rechte Schacht ist gerade belegt. Micro-SIM-Karten kommen hier rein und hier kommt die MicroSD-Karte rein. Maximal 128 GB Karten könnt ihr hier reinstecken, sodass ihr speichermäßig eigentlich dann auch keine Probleme haben solltet. Akkudeckel wieder rauf und schon kann es weitergehen. Ja, kommen wir jetzt zu den Kameraleistungen des Acer Liquid Zest Plus. Hier seht ihr die Hauptkamera mit 13 Megapixeln. Wir haben einen Dual-LED-Blitz darunter und einen Laser-Autofokus. Also vom Papier her gar nicht so übel die Ausstattung. Die Selfie-Kamera hier auf der Front hatte immerhin auch 5 Megapixel. Und ja, die Ergebnisse werden wir uns jetzt gleich anschauen. Die sind eher so Mittelklasse, da habe ich ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr erwartet. Hier die Außenaufnahme. Guckt mal ein bisschen nach oben, da seht ihr das einfallende Licht. Das hat dann doch, ja, ist ein bisschen überblendet meiner Meinung nach. Die Innenraumaufnahme ist auch ein bisschen milchig. Die Schärfe ist eigentlich okay, aber trotzdem irgendwie sind da so ein paar Schlieren drin. Das kommt gleich auch bei der Blitzlichtaufnahme auch noch ganz gut zum Vorschein. Hier bei den Gläsern seht ihr das. Diese Aufnahme wiederum ist relativ scharf geraten. Aber trotzdem muss ich sagen, insgesamt hätte ich von der Kamera ein bisschen mehr erwartet. Die Selfie-Kamera hingegen, die 5-Megapixel-Knipse hat ganz gute Ergebnisse erzielt und auch mit der App, mit der Kamera- und Video-App bin ich gut zurechtgekommen. Hier folgt jetzt noch ein Testvideo. Maximal könnt ihr mit dem Liquid Zest Plus Full-HD-Filme drehen mit 30 Bildern pro Sekunde. Und wie immer könnt ihr euch dieses Testvideo und alle Testaufnahmen in Originalgröße auf tariftipp.de in aller Ruhe anschauen. Weiter geht's mit dem Thema Audio MP3. Das hier sind die mitgelieferten Headsets des Acer Liquid Zest Plus. Das könnt ihr jetzt leider nicht hören, wenn man die zusammenklackert. Dann weiß man sofort, was die Stunde geschlagen hat. Vergesst bitte diese Headsets, die klingen wirklich schlimm. Kauft euch lieber vernünftige Kopfhörer, denn dann könnt ihr mit dem Acer eigentlich wunderbar Musik hören. Wir haben hier natürlich Google Play Music an Bord als Standard MP3-Player. Und wollen wir schauen, was es da so für Einstellungsmöglichkeiten gibt. Es gibt natürlich einen EQ und der hat keine besonderen, die üblichen Einstellungsmöglichkeiten. Schauen wir nochmal in Ruhe rein. Hier zum Beispiel seht ihr die Presets, die man anwählen kann. Die funktionieren doch alle sehr, sehr gut, sehr effektiv. Merkwürdigerweise haben aber die Zusatzfunktion, selbst wenn ich hier den Kopfhörer reinstecke, haben sich nicht aktivieren lassen. Ihr seht hier unten, da gibt es noch eine Bassverstärkung und Surround Sound, das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Stattdessen kann man unterschiedliche Hall-Simulationen hier aktivieren. Davon halte ich nichts, ehrlich gesagt. Das macht den Sound nur matschig. Aber wie gesagt, wenn ihr vernünftige Kopfhörer anschließt, dann ist das Acer Liquid Zest Plus sehr wohl in der Lage, einen guten Sound zu produzieren. Und das sicherlich liegt auch an dieser DTS-HD-Funktion, an der Dolby-Funktion, die hier eingebaut ist. Die habe ich in mir in Ruhe mal angeschaut und ausprobiert und ich habe da wirklich mit guten Kopfhörern
extreme Unterschiede feststellen können. Ich suche das nochmal hier im Einstellungsmenü. Das macht wirklich Sinn, sich damit mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Es gibt hier bei der DTS-Funktion verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Hier könnt ihr sie sehen. Und wenn ihr diesen Premium-Sound anschaltet, dann klingt das Ganze tatsächlich besser. So, jetzt nochmal ein Wort zu dem internen Lautsprecher hier auf der Rückseite. Das ist, naja, ein Plastiklautsprecher. Der klingt eigentlich genauso, wie er aussieht. Ich zeige euch das mal, ihr könnt ja mal zuhören. Ja, kommen wir jetzt zum Fazit des Acer Liquid Test Plus. Es gibt hier zwei Besonderheiten, die mir besonders positiv aufgefallen sind. Das ist einmal das große Display, wenn auch nur mit HD-Display, aber trotzdem großes Display, was wirklich gut ablesbar ist, und natürlich die unglaublich gute Akkuleistung. Ich denke mal, das wird auch das Hauptargument sein für viele Käufer, die einfach genervt sind von Hochklasse-Smartphones, die aufgrund ihrer tollen Performance jeden Abend an die Steckdose müssen. Das müsst ihr bei diesem Smartphone nicht. Also ich habe wirklich alle 3 bis 4 Tage das Smartphone nur aufladen müssen, und das ist wirklich der große Vorteil. Außerdem hat dieser Akku auch noch eine Quick-Charge-Funktion, das finde ich auch mal sehr hilfreich. Und es ist mit 199 Euro aus meiner Sicht sehr, sehr günstig. Ja, wie gesagt, was nicht so schön ist, ist das Display, dass das Display nur HD-Auflösung hat, und die Headsets, sagte ich gerade eben, sind wirklich furchtbar. Vergesst sie einfach und kauft euch andere Headsets. Wettbewerber gibt es in dieser Klasse auch, zwar gar nicht so wenig, also Smartphones, die günstig sind und ein großes Display haben, zum Beispiel das Lenovo Moto G4, das LG Stylus 2 und das Huawei Honor 5X. Die allesamt auch ungefähr so viel kosten wie das Acer, aber eben nicht so einen großen Akku haben. Insgesamt kommt das Zest Plus bei uns auf 87,12 Punkte. In Sachen Preis-Leistung kriegt es 86,8 Punkte. Das sind beides ganz gute Werte, und das war unser Test. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt. Wir grüßen euch aus Hamburg und sagen Tschüss, bis bald.